Ja, das war ziemlich simpel. Ein paar Kotongis, die uns folgen. Nichts, was uns irgendwie Kopfzerbrechen bereiten sollte. Kotongi, das Wort habe ich schon mal gehört auf Maraskan. Es ist ein Speer, richtig? Ein riesiges geflügeltes Auge, wenn man so mag, das unsichtbar über uns schwebt. Sie reißt einmal ihren Finger nach oben und schreit einmal Fulminictus Donnerkeil! Und dann kannst du es einmal platschen hören und, oder nicht platschen, sondern platzen. Irgendetwas zerspritzt und ja. Magistra, schaut einmal zu der Zedrake. Lässt der Dieser Schwarz? Sorry. grüne Nebel, ist der magisch? Die Zitrake meint ihr, die dort hinten gleich nicht mehr zu sehen ist? Ei. Nein, auf diese Kurze Entfernung kann ich nichts in diesem Nebel erkennen. Aber das Zwischenfrage. sollte auch niemanden verwundern. Kurze Zwischenfrage. Lässt der Schmerz dann nach, sobald das Ding platzt? Du hast immer noch die Schadenspunkte, aber du bekommst keine neuen. Also er nimmt nicht zu, vom Gefühl her. Nein. Ihr habt diesen Dämon vernichtet. Ja. Kommt Gute mein Arbeit, Dank. Magistra. Gute Arbeit. Ephanagos. Habt ihr mich deswegen rufen lassen? Ist das euer Ernst? Im Gegensatz zu euch, gelehrte Dame, kennen wir Ja. uns mit der Dinge nicht gar so gut aus. Deswegen seid ihr in diesem Schiff, weil wir euer Wissen um solche Dinge schätzen und zu nutzen wissen. Könnt ihr für so einen Spaß nicht Jasper holen lassen? Ich Wenn glaube, ich ganz kurz. der hat sowieso gerade wenig zu tun. Ich nochmal ganz kurz einwerfen, auf welcher Sprache sprechen wir gerade? Gariti. Das ist nicht gut. Ja, dann hätte Hast Ahmad. du immer noch nicht gelernt, oder wie? Ich habe sowieso 4. Das reicht Dann doch. kannst du verstehen, aber du hast halt einen harten Akzent, wenn du da jetzt Alles klar. selber sprechen möchtest. Aber wenn du dann jetzt auf Thulamidia oder sowas anfängst, sie kann auch Thulamidia, aber sie hat aktuell keinen Grund, warum Ja, soll sie. klar. Ja, nee, dann schaut Ahmad sie nur an und sagt. Es sollte euch eine Ehre sein, Dämonen zu vernichten. Genau aus diesem Grund sind wir hier alle ausgezogen. Genau aus Das diesem Grund wohl. seid ihr hier auf diesem Schiff. Das wohl. Tut nicht so, als wäre das hier eine Aufgabe, die nicht wichtig für das Schiff und für das Wohlergehen aller Leute hier auf diesem Schiff ist. Habt ihr schon mal einen Tut Drachen nicht so, als hättet ihr getötet? etwas Wichtigeres zu tun, als Dämonen zu vernichten. Habt ihr schon mal einen Drachen getötet, Chada? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Stellt euch vor, ihr zieht aus, um einen Drachen zu töten, und bevor ihr in diese Höhle hineingeht, in seinen Drachenhort, könnt ihr zwei, drei Ratten sehen, die davor sich um irgendetwas streiten, sagen wir einen menschlichen Arm oder so etwas. Nun, diese Ratten, von denen ihr sprecht als Beispiel, haben eure Kameraden in Gefahr gebracht. Nun. Und keiner eurer Kameraden konnte etwas dagegen tun. Es ist eher so, man könnte dieses Beispiel gleichsetzen. Ihr wollt einen Drachen töten und seht, wie eure Kameraden in eine Falle tappen. Und dort unten liegen einige tote Skelette, die sich erheben und eure Kameraden töten wollen. Und ihr geht doch lieber weiter zum Drachen, um ihn zu erlegen. Stellt dann aber fest, dass ihr alleine zu schwach seid, diesen zu töten. Ich glaube, da habe ich etwas hervorgerufen, was ich gar nicht wollte. Leidet ihr unter Kriegstraumata, mein Freund? Denke, dieses Thema sollten wir nicht weiter vertiefen. Ich hätte Ich jetzt denke, ihr auch. solltet tun, was euer Kapitän von euch will. Ich Der hätte Punkt jetzt auch ist. ausführen wollen, aber ich glaube, ihr Kapitän solltet euch etwas mit eurem Rondrianer beschäftigen, denn seine Seele lässt tief blicken. Der Punkt ist, Magistra. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann die Gefahr nicht alleine einschätzen. Dafür seid ihr da. Wenn es das nächste Mal ein unsichtbarer Schuf ist, der hier herumschwebt und es alle zu zerreißen droht, will ich nicht einen eurer Novizen herbeirufen, der halbherzige Arbeit leistet. Wenn hier ein unsichtbarer Schruf herumrennt, dann sind wir alle tot, noch bevor wir gemerkt haben, dass hier einer ist. Seht ihr, so etwas weiß ich zum Beispiel nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Tut Sie eure sch Arbeit und tut sie gut. sie hebt Jedes dann Mal. einmal die Augenbrauen. Woher wisst ihr, was ein Schruf ist? Ich habe einen gesehen. Ihr habt einen Schruf gesehen. Auf Maraskan. Weiß ich, was ein Schruf ist? Ja, du hast die nicht gesehen, aber gehört. Den Schrei wirst du niemals vergessen. Und ihr seid noch am Leben? Sag ihm Man, nicht, dass er. Ahmad schaute dich gerade mit sehr leeren Augen an, so als würde er gerade ganz woanders sein. Du Sag stehst dem wieder nicht, auf dem dass er. Feld und siehst gerade, wie unsichtbare Tentakel einer nach dem anderen 10 Soldaten in der Sekunde zerreißen, zerflügen. Und du weißt nicht einmal, was es ist.
Irgendwann siehst du, dass es durch Blut besprudelt, die Unsichtbarkeit aufgibt, einfach weil so viel Blut an ihm klebt, aber. Ja, Ahmad greift wieder an seinen Rondra-Kamm, scheint dadurch wieder ein wenig in die Realität zurückzukommen und ruft einmal laut: Hilal! Ja. Und reicht dir dann die neu aufgefüllte Flasche. Das sind die letzten. Ich habe alles rausgedrückt, was ich konnte. Mit zittrigen Händen trinkt Ahmad dann tatsächlich nicht alles, was da drin ist, sondern nur ein Teil. Wenn das jetzt wirklich das Letzte ist, dann muss er das wohl dosieren. Müsst ihr dann mit eurer Trinkerei hier auf dem Deck fortfahren? Ach, Kapitän, er muss etwas anderes machen, etwas Handfestes. Feinde in die Flucht schlagen, Leute beschützen. Aber die Magistra hat recht. Jasper, er kennt sich doch auch mit den Alchemikern aus. Vielleicht kennt er diesen Rauch da. Der steigt schon die ganze Zeit auf. Es kommt mir jetzt etwas merkwürdig vor. Sieht irgendwie giftig grün aus, das Zeug. Also ihr habt mittlerweile auch die Arche dann so weit abgebracht, nachdem der Sprint dann zu Ende ist, seid ihr weiter im Weglaufen begriffen. Haben die Segel gesetzt? Nehmen die Verfolgung auf? Oder Bisher noch wissen die, nicht, dass es nein. zwecklos ist? Nein. Okay. Die werden Teufel tun und Arche verfolgen. Von daher aus, haltet uns auf Sichtweite. Ein Ordentliche Kapitän, ich. Sichtweite. Währenddessen knallt Romilly auf das Deck auf mit dem Hart. Mit dem Kopf hart auf den Boden. Du kannst nicht sehen, du bist blind. Du kannst nicht sprechen, denn du bist stumm. Doch du atmest. Schneller als der Gedanke jagst du durch die Wellen. Du fühlst dich, als ob du ertrinken würdest. Und doch kannst du atmen. Du wirst heruntergerissen, tiefer und tiefer in die nachtschwarzen Gewässer gezogen. Finsternis um dich herum, sie ist vollkommen. Und du spürst ihren Geist. Du kennst nicht ihren Namen. Würdest es auch nicht wagen, ihn auszusprechen, doch du kannst hören. Du kannst ihn spüren, ihr Wesen. Sie schläft, sie schlummert. Ihr Geist aber ist wach, genauso wie deiner. Und sie denkt an dich. Sie denkt an dich. Sie ist es, die dich jetzt emporreißt, durch das Wasser hinauf bis zu den Sternen trägt. Unter dir der ewige Ozean, über dir das klare Firmament. Und du spürst in diesem Augenblick, du bist nicht allein. Und während du versuchst, wieder an die Oberfläche zu schwimmen, zu tauchen, kannst du sehen, wie von oben ein riesiger goldener Drache über dir herlangfliegt und mit deinem Feuer nach dir speit und dich verbrennt. Du liegst auf dem Boden. Moment, wo ist dein Token? In der Kabine, Aldare auf dem Bett, immer noch zuckend, immer noch weißer Schaum, und du daneben und windest dich in deinem eigenen Schaum und erstickst langsam. Ein W6 Schadenspunkte für das Aufschlagen auf dem Deck und nochmal ein W6 jetzt für Atemluft. Die Ausdauer wird so langsam etwas weniger. Derweil immer noch auf dem Oberdeck. Oh, Die Zitterke wird kleiner und kleiner. wie ich gerade sagen wollte. Er war neuer, es haltet uns auf Sicht, aber gut weit weg. Und Braun wird die Geschütze schon nachladen lassen. Jasper! Keine Reaktion. Verfluchte. Du da, Söldner, geh unter Deck zu seiner Kabine, hol ihn herbei. Ich werde ihn holen gehen. Na gut, nimm Ahmad mit. Also Ahmad, nimm ihn mit. So rum. Ahmad geht nach unten. Gut, Kohlrab, dann wendet euch doch wieder eurer Forschung zu. Ich bin mir sicher, Jasper wird eure Aufgabe auch ausfüllen können. Ja, Hilal und Ahmad gehen nach unten und sie werden dann wohl feststellen, dass Jasper nicht in seinem eigenen Zimmer ist, aber aus dem Zimmer von, ja, da wo dieser dämonische Schädel, der Witterkopf dranhängt, Iribalgus Kabine, kannst du dann Jasper finden, der da wohl gerade an einem Alchemietisch steht und etwas zusammenbraut. Entschuldigung für die Störung, Jasper, aber der Kapitän braucht euch oben. Der Kapitän. Ja, wenn ihr mich holt, dann werde ich selbstverständlich kommen. Ja, dann nickt man ihm zu und würde dann wieder mit ihm hochgehen. Ja, Es handelt sich hier. du siehst, wie er wohl noch etwas in seine Flasche abfüllt. Das ist der gleiche Flachmann wie deiner und noch schnell einen Schluck trinkt. Das Zittern in seiner Hand lässt nach. Alles klar. Ja, man schaut ihn grimmig an und nickt ihm dann einmal zu.
Du kannst an dem Geruch erkennen, dass es nicht das gleiche ist, worunter du leidest. Es ist kein Alkohol, es sind keine Einbeeren. Wie heißen die? Vierblättrige Vierblättriges? Einbeeren. Einbeeren, ja, okay, Einbeeren. Es ist beides nicht, also du weißt nicht, was es ist. Ja, das ist mir in dem Moment egal. Der Mann Ja, jeder hat so scheint. seine Drogen. Ja, genau. Und Der dann kommt Mann. ihr gemeinsam wieder auf das Oberdeck zu, Ja, ich würde Jana. ihn darüber in Kenntnis setzen, dass wahrscheinlich irgendwelche Dämonen hier um das Schiff schwören. Und von der anderen hört er dann noch in etwa dasselbe. Jasper, hier schwirren irgendwelche Gotongi, was auch immer. Komische Dämonen rum. Ahmad hätte unter Deck noch zugefügt, dass die ehrlose Frau Magistra Kohlrab sich nicht in der Lage sieht, dies selbst zu tun, sondern findet ihre eigentliche Arbeit wichtiger. Auch das hört er von Jana nochmal in anderen Worten. Magistra Kohlrab hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie doch wohl unter einer Würde sei. Wenn ihr bitte in die Kundschafterinnenquartiere aufsuchen würdet, dort gab es einen kleineren Zwischenfall vorhin. Schaut nach, ob da auch so ein Ding zu finden ist. Soll ich mich jetzt um die Gotongis auf dem Oberdeck kümmern oder um die, weiß ich nicht, Kundschafterin? Was haben die Kundschafterin damit zu tun? Dort erlitt einer einen Anfall. Ein Anfall? Schaum vorm Maul, als wäre sie tollwütig. Ich schaue da einfach nach. Romilly verliert einen weiteren W6, weil sie immer noch zuckt am Boden liegt. Sollte sich darum nicht die Medikis kümmern. Ich will wissen, ob da noch so ein Dämon in der Ecke hockt, der das vielleicht auslöst. Also, wenn hier auf dem Oberdeck irgendwelche Gotongis herumfliegen sollten, was sich mit einem einfachen Odem klären lässt, könnte ich sie selbstverständlich auch beseitigen. Aber wenn ich dies jetzt nicht tun soll, sondern mich erst einmal um die Kundschafterin kümmern sollte, dann wäre es doch ratsam, nicht auf dem Oberdeck herumzustehen, sondern sich zurückzuziehen, vielleicht ein paar Spiegel aufstellen, denn auch so kann man sie vertreiben und, naja, gut, ihr, euer Gnaden, seid sehr sicher, da sie keine Kinder mögen. Hidal ist also eine sehr gute Wahl gewesen. Wie teuer war er, wenn ich fragen darf? Ich habe ihn in Hazar von meinem Vater bekommen. Er war Nun, früher Lastenträger meines Vaters. in dem jungen Alter. Ein sehr gutes Erbe, mein Herr, ein sehr gutes Erbe. Man nickt Jasper einmal zu, lächelt Hilal auch einmal zu. Als ob das ein Kompliment oder sowas wäre. Ja. Offensichtlich wohl schon. Ja, ich meine, der darf sich auch geehrt fühlen. Ja, Hila lächelt auch gnädig und freut sich, dass er ein Kompliment bekommen hat. Ich Nun. denke, Kohlrab hat alle, die hier sind, bereits beseitigt. Zumindest fühle ich keinen Schmerz mehr. Wo ist Elphadaios gerade? Hochgerannt zum Steuerbaum, um die neuen Kursbefehle zu geben. Ja. Der Kursbefehl lautet, sich wieder der Zitrake zu nähern auf Sichtweite. Und dann wird er hinzufügen, auf einer Kreisbahn um die Zitrake herum zu fahren oder zu gehen. Okay, ja, dann kannst du das eben in Auftrag geben. Ich habe euch, wie gesagt, die 20 Meilen schon einmal abgezogen für also diesen Handlungspunkt. Aber wenn du dich dann irgendwann wieder drehen willst und dann kannst du den Kurs eben auch so in einer Kreisbahn vollführen, dass du wieder zurück zur Schatzkiste läufst. Okay, also wir sind einmal gesprintet, einmal einen Aktionspunkt weggegangen und jetzt wieder einen Aktionspunkt zurück. Nee, das ist in diesen 20 Meilen mit drin. Also einmal Sprint und einmal 20 Meilen. Okay. Für Sprintkosten oder jetzt für einen Handlungspunkt? Einmal sprinten und einmal gehen. Also insgesamt sind es Okay. drei Okay. Handlungspunkte. Okay, perfekt. Ja, nach ungefähr 2 Minuten kommt Jasper wieder nach draußen zu Yalan. Da liegen jetzt nicht eine, sondern zwei Damen auf dem in der Kabine und zucken beide herum. Um welche sollte ich mich kümmern? Eigentlich um den Dämon. Sie wollte sich um die andere kümmern. Ist da denn einer gewesen? Keine Dämonen, Kapitän. Aber zwei zuckende Frauen. Ist ein Medikus eigentlich gekommen? Er wurde gerufen. Du sagst, Er da kommt einer gerade wurde, ja, er wurde gerufen und ist dann wieder gegangen, weil Romilly wollte sich um die kümmern und fliegt in die Gedanken und hat sie dann weggeschickt. Gut, ruf unter Deck. Medikus! Ja, Romilly kriegt nochmal einen W6 Schaden und dann kümmern sich Leute um dich. Du kannst spüren, wie du wohl wieder zurückgerissen wirst. Bist immer noch blind, aber ja, du bist wieder bei Bewusstsein. Mir tut alles weh.
Amelie, seid ihr noch am Leben? Ja, ouch. Oh. Taste so ein bisschen umher. Oh. Was ist passiert? Mir brummt der Schädel. Ja, gehofft, ihr könntet uns das sagen. Setzt euch doch erstmal, wartet, ich helfe euch auf. Sie wird dann auch erstmal. Wo ist Ephadaios? Ich glaube, ich sollte mit ihm reden. Wird dann erstmal auf dem Bett gehievt. Der war gerade noch hier. Euer Gnaden? Ah, der wird im Turm oben sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade holen lassen kann. Wenn es seine Zeit erlaubt. Ich fürchte, mit den Gewässern kennt er sich besser aus als ihr, oder? Vermutlich. Soll ich euch hochbringen? Nein, ich bleib so lange hier unten. Sehr wohl. Aber wo ist eigentlich Elysia abgeblieben? Ich hab sie nicht hier vorgefunden. Eure Freundin? Ich hab sie auch nicht gesehen. Bei dem ganzen Aufstand? Mich verwundert's, dass sie nicht hier ist. Autsch! Vielleicht ist sie gerade in der Klaschembe. Ich werde sie gleich suchen lassen. Jasper ist gerade zu einem kleinen Nachtschränkchen gegangen und hält gerade eine Fiole hoch mit einem merkwürdigen Pulver. Er schüttelt es einmal, stellt es dann wieder hin. Schüttelt dann beim Kopf. Ja, Kapitän, keine Dämonen hier. Meine Aufgabe ist also beendet? Nicht ganz. Wenn es eure Zeit erlaubt und es nicht unter eurer Würde steht, durchsucht doch bitte das Mittel und das Unterdeck. Also gut. Ihr wisst schon, zur Sicherheit. Ich werde mich darum kümmern. Verlam blickt sich nochmal kurz im Raum um. Steht das Pulver noch da oder hat er es wieder weggeräumt? Oder mitgenommen? Das Pulver steht da noch. Hat er wieder hingestellt. Amelie, was ist das da denn, was er herausgeholt hat? Und warum durchsucht er eure Schränke? Was? Wie war das? Ich bin immer noch blind, richtig? Du bist immer noch blind, ja. Da steht was denn? Moment, ich hole es herbei. Ich habe Alchemie nicht aktiviert. Ich habe Heilkundegift auch nicht aktiviert. Ich nehme die Flasche. Kork einfach mal auf. Hält dir einfach die Hand entgegen, wahrscheinlich einen halben Meter daneben. Ich kork einfach mal auf. Hier, ich weiß nicht, wollt ihr mal dran riechen? Oder vielleicht erkennt ihr es dann, ja. Gib mir das Ding in die Hand. Beschreibt es, wie sieht es aus? Das, was ja, da drin es ist. Es ist weiß und sieht aus wie. Rot. Rot. Es ist rot, aber es sieht aus wie frisch gefallener Schnee, würde ich sagen. Rotes Pulver. Rieche mal vorsichtig dran. Riecht nach Meer. Seltsam. Vielleicht kann uns Ephadaios weiterhelfen. Ich glaube nach ja. Meer. Ich glaube ja, Bolstedt kann uns weiterhelfen. Nicht alles, was nach Meer riecht, ist etwas, womit sich eine Fähre auskennt, oder? Vielleicht eine Meerespflanze oder von einem Meeresbewohner? Schwer zu sagen. Ich werde es einfach mal zu Bolstedt bringen. Kann ich euch allein lassen? Ja, ich würde erstmal keine Dummheiten mehr anstellen. Gut, dann geht's zu Bolstedt. Ahmad wird mitgenommen, wenn er mitkommen will. Ahmad steht zurzeit noch auf dem Oberdeck und schaut sich da das ganze Spektakel an. Und ein Söldner wird zum Kundschafterquartier geschickt, um aufzupassen. Dann würde er dich auch angucken, sollten wir nicht langsam mal angreifen? Vermutlich. Ich denke, je länger wir warten, desto mehr Informationen können sie über uns weiter erzählen. Wenn diese komischen fliegenden Dämonen hier in der Luft sind, werden diese wahrscheinlich auch einige Informationen über uns herausfinden. Natürlich, natürlich, ihr habt recht. Ich habe mich ablenken lassen. Ich stecke das Pulverchen dann in der Tasche, in den Gürtel, was auch immer gerade frei ist. Ich werde mit Ephadaios den neuen Kurs festlegen. Wollt ihr mitkommen? Natürlich. Gut, dann geht's hoch. Du siehst, wie Ahmad noch einmal angewidert das Gesicht verzieht, als er nach oben reitet. Ja, in Richtung der Steuerfrauen. Als ihr das Oberdeck betretet, derzeit sind ja alle Novizen eine Etage tiefer, um Sachen zu zeichnen oder Skripte zu kopieren, und Magister Kurop war ja auch bei uns, seht ihr, wie Ephadaios mit Xyleste redet. Und du kannst die Schiffe nicht wittern, ich meine, du frisst sie doch, sie sind deine Beute. Wir wissen, ob hier mehr als ein Schiff in der Umgebung ist. Die Herzogin kann es dir sagen. Ich nicht.
Ahmad. Ich dachte, ihr hattet geschworen, nie wieder herzukommen. Wir sprachen gerade über die Herzogin. Hm? Aber Beran ist doch die Tochter des Markgrafen, dachte ich. Sorry. Ahmad, ihr wolltet etwas sagen? Die Herzogin. Von welcher Herzogin sprecht ihr? Die Herrscherin von Wasser. Wieso sollte sie das einem Eferdi sagen? Ah! Gewöhnt euch an den Namen, Kapitän. Herr Valarius, warum führt ihr solche Gespräche? Nun, wir wollen sie doch angreifen. Wir dürfen hier niemanden mit taktischen Informationen davonkommen lassen. Deswegen müsst ihr über... Ihr wisst schon, wen reden? Mit ihr? Warum sollte die Herrscherin der tiefschwarzen See euch solche Informationen geben? Sie hat damit angefangen, nicht ich. Wenn Schwesternschiffe in der Nähe sind... Wenn Schwesternschiffe in der Nähe sind, dann benutzt doch den Kelch. Ach, Moment. Den Tausend-Augen-Kelch habt ihr von Bord geworfen. Ach, Matt, das war so ein verfluchtes Artefakt. Naja, vielleicht können wir ein neues erbeuten, wenn wir auf eine andere Arche treffen. Wir werden sehen. Ich hätte zu gerne gesehen, wie die beiden Hexen dort unten sterben. Warum habt ihr sie aufgeweckt? Weißt du darüber mehr? Sprich! Ich weiß alles. Das zögert nicht lang, drückt ihr das Schwert an die Kehle. Sprich, Kreatur! Was hat sie befallen? Nichts hat sie befallen. Nur die Wahrheit. Hat sie nach ihr gesucht oder wurde sie ihr gezeigt? Sie hat nach ihr gesucht. Verdammt. Dann hat niemand versucht, in ihren Geist einzudringen. Sie hat so etwas wie eine Vision empfangen. Eine Prophezeiung. Ich habe ihre Worte falsch gedeutet. Sie hat von einem Thron geredet, von einem Ort, der irgendwie wichtig ist für die Herzogin der nachtblauen Tiefen. Herr Fadarius, du bist ein Narr. Wenn du schon Gespräche belauscht, dann höre sorgfältig zu. Dieser Fehler passiert dir allzu oft. Himmels Willen, nun haltet endlich euer Maul! Ich werde über ihre Worte nachdenken, aber nun ist wirklich die Zeit für Handlungen und Taten. Ganz recht, wir greifen an. Ei, Kapitän. Wie hättet ihr es gerne? Bringt uns hinter ihr Heck. Wir werden in die Ronzen zerschießen und von dort aus entern. Ei, Kapitän, zerschießen mit unseren eigenen Schützen. Verstanden. Wie viel Mann Besatzung hat so eine Zitrake normalerweise? Ja, normalerweise 10 Mann pro Segel und dann nochmal abhängig davon, wie viele Quader die Zitrake groß ist. Du kannst so davon ausgehen, normalerweise brauchst du dafür ja mehr als 100 Mann Besatzung. Und dann kommen nochmal Söldner dazu, wenn die normal gesegelt wird. Da siehst du übrigens, dass Ahmad dich das erste Mal mit einem gewissen Anflug von, ja, man könnte es schon fast Stolz nennen, dass du so ein Rondra-gefällige Idee da vorher vorgebracht hast. Das wird hart, Ahmad. Haltet euch bereit. Natürlich. Nun, Kapitän, wenn wir die Astkanonen nutzen, um ihre Geschütze auszuschalten, könnten wir das Schiff in einen Haltegriff nehmen und sie mit unseren Geschützen zerlöchern und erst im letzten Moment stürmen. Verzeiht, Bruder, ich... Das entspricht natürlich nicht der Herrin Rondra, aber... Nun... Wir müssen mit einem Sieg davon gehen. Und dieser Sieg wird mit dem Wohlwollen der Götter erringt. Nun, dann nehme ich an, werdet ihr unsere Männer... Kapitän, wenn ihr... Ich denke, es wäre gut, um... Ahmads Stellung bei den Männern zu festigen, wenn er die Männer in die Schlacht führt. Die Männer werden von ihren Offizieren in die Schlacht geführt. Ich bin kein Diener Kors. Ich habe nicht die Befugnis, ein Offizier zu sein.
Randra ist zumindest dort, wo ich herkomme, für Duelle zuständig. Wenn ihr einen Diener des Schlachtengottes haben hättet wollen müssen, dann hättet ihr Blutschluck wählen sollen, nicht mich. Nun, dann wirst du wohl mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist der Plan. Gut. Valaios, ich möchte gerne alle möglichen Arten von seltsamer Zauberei vermeiden. Ich werde sicherstellen, dass Xyleste nicht über die Stränge schlägt. Geht Achmed dann schon oder bleibt er so lange hier stehen, bis ich weggehe? Na, du hast gesagt, ich kann mitkommen, also bleibe ich so lange da stehen, bis du weggehst. Okay. Dann trete ich jetzt den Rückzug an. Alles klar, ja. Romilly, immer noch blind, was willst du tun? Romilly ruft nach ihrer Eule und streicht ihr durchs Gesicht, um sich selbst ein wenig abzulenken und zu beruhigen. Kannst du denn durch die Augen deines Vertrautiers sehen? Nein. Das geht nicht? Ja, okay, deine Eule beruhigt dich auf alle Fälle. Kann mir höchstens erzählen, was um mich herum geschieht. Okay, dann tut sie das. Sie schuhut leise und stellt sich auch so ein bisschen auf dein Gehör ein. Du hast wohl gehört, dass Jasper durch eine der Türen verschwunden ist und jetzt gerade im Nebenraum sich mit einem der Alchemisten unterhält. Da hört euch doch zu. Hörst du zu durch die Tür? Hm? Okay. Zur Not hast du auch noch die Ohren deiner Eule, die dann das eben an dich dolmetscht durch die Türen, beziehungsweise durch die Holzwand, aber du bekommst auf alle Fälle wohl mit, wie sich Jasper mit Arbat unterhält. Und eine, diese Probe dann einmal ihm zeigt. Arbat wird feststellen, dass das seine Probe ist, die ihm wohl vor einiger Zeit gestohlen worden ist, und das ist Feuerschlickpulver. Jasper wird einfach nur nicken. Für ihn ist das selbstverständlich, was Feuerschlickpulver ist. Er braucht da keine Erklärung. Und Arbat fordert das Pulver wieder für sich ein. Und Jasper verschwindet dann. Für ihn ist das die Sache geklärt. Er muss nach Dämonen gucken. Aber das Pulver habe ich. Das Pulver hast du? Das Pulver habe ich mitgenommen, das habe ich dir gesagt. Okay, ja, dann hat die Besprechung genauso stattgefunden, nur dass Arbat jetzt im Schiff herumläuft und das sucht. Jasper sagt ihm noch, dass der Kapitän es jetzt gerade hat.